Webquests. Ein abenteuerliches Lernen im Netz. Hallo Christian, wie läuft es bei dir im Unterricht? Naja, mit dem OTA-Kurs 1114 soll ich eine Gruppenarbeit zum Thema kulturrelevante Pflege durchführen. Ich habe mir mal verschiedene Bücher und die Infos im Internet angesehen, aber da springe ich durch die Kopierkosten, wenn ich für die ganze Gruppe alles ausdrucken muss. Hast du schon mal an einen Webquest gedacht? An was? An einen Webquest. Es ist eine Website, die speziell für eine Gruppenarbeit zu einem bestimmten Thema mit Informationen und Links aus dem Internet aufbereitet ist. Ich habe so einen Webquest erstellt. Komm mit in mein Büro, dann erkläre ich dir alles. Also, wie der Name Webquest schon sagt, hat dieses Lehr- bzw. Lernarrangement etwas mit dem Internet zu tun. Das Netz wird hierbei als Quelle pädagogisch nutzbarer Informationen gesehen. Der englische Begriff Quest steht für mittelalterliche Abenteuerfahrten und bedeutet auch Nachforschung. Die Schüler erhalten in einem Webquest bestimmte Aufgaben, die mit Hilfe von Informationen aus dem Internet bearbeitet werden sollen. Webquests geben hierbei einen didaktischen Rahmen, um zielgerichtet mit Quellen aus dem Internet zu arbeiten. Die Webquest-Methode wurde 1995 von Bernie Dodge an der San Diego University entwickelt und kann aufgrund des Inquiry Arousals, einer Anregung von Neugier und Fragehaltung, dem Pragmatismus zugeordnet werden. Ach, und was heißt das? Ich gehe gleich noch näher darauf ein, wenn ich dir als nächstes den Ablauf eines Webquests erkläre. Grundsätzlich ist es so, dass die Arbeit mit Webquests nicht nur das Wissen zum Thema fördert, sondern auch die Sozial- und Selbstlernkompetenz der Schüler, als auch in besonderem Maße die Medienkompetenz. Es handelt sich also um ein selbstgesteuertes und kollaboratives Lernen, wodurch Wissen gemeinsam erarbeitet werden soll. Dies ist eine Abbildung von der Website der Goethe-Universität Frankfurt, die didaktische und methodische Hinweise für Lehrende zum Gebrauch von Webquests liefert. So sieht der grundsätzliche Ablauf eines Webquests aus. Es beginnt mit der Einleitung, bei der ein für die Lernenden authentisches und neugiererweckendes Problem oder ein Fall vorgestellt wird. Er soll in das zu bearbeitende Thema einführen, aber was ganz wichtig ist, auch eine gewisse Irritation bei den Lernenden auslösen und so ein erfahrungsgeleitetes Lernen ermöglichen. So wird der Inquiry-Arousal-Prozess in Gang gesetzt. Das Auslösen einer Neugier- und Fragehaltung bei den Lernenden, die zum weiteren Bearbeiten motiviert. Anschließend erfolgt die projektorientierte Aufgabenstellung, die entweder als Partnerarbeit oder eher als Gruppenarbeit bearbeitet werden soll. Hier wird das weitere Vorgehen erläutert. Als Ressource bzw. Arbeitsmaterialien werden den Lernenden die Quellen mittels Links zur Verfügung gestellt, die zur Aufgabenbearbeitung bzw. Problemlösung notwendig sind. In Deutschland unterscheidet sich allerdings die Webquest-Methode von der amerikanischen dadurch, dass nicht nur exklusiv Internetquellen, sondern auch andere Ressourcen wie Bücher oder CD-ROMs etc. genutzt werden können. Der Lehrende entscheidet, welche Materialien für die Lernenden und das Thema sinnvoll sind. Ziel ist es, dass die Lernenden ihre Erarbeitung vorstellen. Die Präsentation wird abschließend bewertet bzw. evaluiert. Sinnvoll ist es, für die Lernenden auf der Webquest-Webseite Bewertungskriterien als Richtschnur zur Verfügung zu stellen. Denn so können sie sich bei ihren Ausarbeitungen daran orientieren und ihre Ergebnisse für die Abschlusspräsentation selber kritisch beurteilen. Wir als Lehrende
haben bei WebQuest die Rolle eines Coaches. Wir müssen den Lernprozess der Schüler beratend begleiten, also beispielsweise Werkzeuge zur Problemlösung zur Verfügung stellen und bei Bedarf Hilfe anbieten. Ich zeige dir jetzt mal das WebQuest, das ich für meinen Unterricht zum Thema Organtransplantation erstellt habe. Auch beim Thema Organtransplantation ist es so, dass die meisten und aktuellsten Informationen hierzu sowieso im Internet zu finden sind. Dies alles auszudrucken und zu kopieren wäre äußerst aufwendig und kostspielig. Außerdem verlieren die Lernenden bestimmt sowieso die Lust zur Gruppenarbeit, wenn sie vorher einen dicken Stapel zum Lesen erhalten. Ein WebQuiz beginnt, wie bereits bei der Abfolge erwähnt, mit der Einleitung. Dabei habe ich darauf geachtet, dass der Einleitungstext sowohl in das Thema einführt, als auch den Inquiry Arousal auslöst. Es muss also ein Fall oder Problem aus der Lebenswelt der Lernenden geschildert werden. Unsere Auszubildenden zu operationstechnischen Assistenten müssen in ihrer Tätigkeit schon mal Patienten, denen eine Organtransplantation bevorsteht, einschleusen und kommunikativ auf diese eingehen können. Solche Situationen sind natürlich für die Auszubildenden ethisch wie auch psychisch belastend. Ein fundiertes Hintergrundwissen zum Thema erweitert ihre Handlungskompetenz. Die Lernenden werden also in der Einleitung mit einem Problem konfrontiert, das authentisch ist und mit dem sie auf bisherige Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen können. Durch das eingebrachte Fallbeispiel und die konfrontierende Frage »Könnten Sie alles genau und sicher beantworten?« wird absichtlich eine gewisse Unsicherheit bei den Lernenden ausgelöst, um ihnen ein erfahrungsgeleitetes Lernen zu ermöglichen. In der Gruppe kann zudem ein intensiver Erfahrungsaustausch stattfinden. Durch Rekonstruktion von Erfahrungen beim Lernprozess erwirbt der Lernende eine Methode der Wissensentwicklung, die zu einem viel intensiveren Lernergebnis führen kann. Dieses Lernpotenzial kommt nicht nur den einzelnen Gruppenmitgliedern zugute, sondern kann der Gruppe als Ganzes zugeschrieben werden. Unter Aufgabe finden die Lernenden, die zuvor in Gruppen eingeteilt worden sind, die Aufgabenstellung und Hinweise für das weitere Vorgehen. So brauchst du auch keine Gruppenaufgaben als Skript auszudrucken. Die Lernenden können nämlich immer wieder auf ihre zu bearbeitenden Aufgaben zugreifen. Der nächste Punkt Schritte enthält die für die Ressource angebotenen Internetlinks. Hierbei ist es wichtig, dass die Schüler über den Link zu den relevanten Informationen hingeleitet werden, aber auch dank der Hypertext-Eigenschaft des Internets bei Bedarf leicht an weitere Infos gelangen können. Zudem habe ich auch Verlinkungen zu Bildern und Videos erstellt, um multikodale Lernangebote zu ermöglichen und dadurch die Lernmotivation anzuregen. Die angegebenen Bewertungskriterien sollen den Lernenden zeigen, worauf es in der abschließenden Präsentation, die im Präsenzseminar stattfinden soll, geachtet und Wert gelegt wird. So können die Lernenden diese Kriterien schon zu Beginn des Lernprozesses berücksichtigen. Außerdem wird hierdurch auch eventuell ein Motivationsverlust der Lernenden vermieden. Zwar soll der Gruppe als Ganzes ein Lernpotenzial zuteil werden, dennoch gibt es immer wieder mal Gruppenmitglieder, die sich bei Gruppenarbeiten weniger beteiligen, weil sie sich nicht trauen, oder glauben, ihre Leistung wäre nicht so bedeutsam. Oder, ja gut, einige, die haben auch keine Lust. Dieses Trittbrettfahrertum kann zu Motivationsverlusten innerhalb der ganzen Gruppe führen, da nun wieder andere Gruppenmitglieder ihre Leistung reduzieren, weil andere nicht den erwarteten Beitrag leisten. Vielleicht kennst du dieses Phänomen auch als Sucker-Effekt. Diesem entgegenzuwirken ist auch die Aufgabe von uns Lehrenden, die als Coach den Lernprozess situativ betreuen, bei Bedarf Hilfestellung leisten müssen und solche Gruppenprozesse rechtzeitig wahrnehmen sollten.
Einen Webquiz kannst du von den Lernenden im Computerraum nutzen lassen. Aber natürlich ist es auch möglich, dass die Schüler von zu Hause arbeiten. Dann muss man allerdings dafür sorgen, dass sich die jeweiligen Gruppen zusammentreffen. Eine andere Möglichkeit wäre ein kommunikativer Austausch über einen Chatroom. Diesen könnte man für die einzelnen Gruppen beispielsweise in einer virtuellen Lernumgebung einrichten. Du weißt doch, dass ich für einige Kurse eine Moodle-Lernumgebung aufgebaut habe und einmal habe ich diese Unterrichtssequenz von zu Hause bearbeiten lassen. Hier unten siehst du den Zugriff zu den eingerichteten Chatrooms und oben auch ein Forum, damit die Lernenden sich auch asynchron austauschen und natürlich auch auf meine Unterstützung als Lehrende zugreifen konnten. Natürlich ist grundsätzlich die Kommunikation, in welcher Form sie auch immer erfolgt, eine Voraussetzung für Prozesse des forschenden Lernens. Die abschließende Präsentation erfolgte dann im nächsten Blockunterricht. Das hört sich toll an, aber für die Erstellung des Webquests muss man bestimmt ein Computerfreak sein. Das ist technisch doch wohl sehr aufwendig, oder? Nein, absolut nicht. Ich bin ja auch kein Informatiker oder Programmierer. Du hast zum einen die Möglichkeit, unter www.webquests.de die weitere Information einzuholen und bereits erstellte Webquests zu nutzen. Also ich habe das Webquiz mit Hilfe der von dem Webquiz-Erfinder Benny Dodge angebotenen Plattform questgarden.com erstellt. Hier kannst du den Inhalt und das Design deines Webquiz selbst bestimmen und anschließend einfach veröffentlichen. Jeder einzelne Schritt bei der Konstruktion einer Online-Einheit wird durch kurze Hinweise, Anleitungen und Beispiele erleichtert. Bilder, Arbeitsblätter und weitere Dokumente lassen sich eigentlich kinderleicht integrieren. Dabei behältst du als Webquiz-Autor jederzeit die vollständige Kontrolle über das spätere Erscheinungsbild des Endprodukts. Du musst dich schon allerdings anfangs registrieren und eine geringe Zwei-Jahres-Gebühr entrichten, die sich aber auf jeden Fall lohnt. Die Mitglieder von Questgarden sind aufgefordert, die Produkte der anderen Mitglieder kritisch zu begleiten. Außerdem, das ist ja so typisch für Benny Dodge, dürfen alle die Webquests anderer Community-Mitglieder nach ihren eigenen Bedürfnissen abändern und danach unter Angabe der ursprünglichen Autorenschaft wieder veröffentlichen, statt das Rad immer wieder neu zu erfinden. Das hört sich gut an und macht Lust, es auch mal auszuprobieren. Ist bestimmt auch interessanter, als vom Kopierer zu stehen und dann das Stöhnen der Schüler anzuhören, die keine Lust haben, sich zig Seiten durchzulesen. Ja, dann würde ich mal sagen, auf ins Internetabenteuer.